Die Puzzlestücke setzen sich zusammen. Und das Bild, das sich daraus ergibt, ist schrecklich und unglaublich. Ich erzähle den anderen davon, kann es aber selbst kaum glauben. Die Roten haben die Oktyabrskaja, eine friedliche Station voller Bewohner, die völlig ahnungslos waren, mit einem unbekannten, tödlichen Virus infiziert. Und dann haben ihre Aufräumtrupps die Station unter dem Vorwand betreten, sie vor der Epidemie zu retten, und jeden eliminiert, den sie konnten. Frauen, Kinder, alte Leute, um zu verhindern, dass die Infektion sich ausbreitet. Und wenn das alles wahr ist, dann könnten Anna und ich auch infiziert sein. Wir wurden nicht getötet, wissen aber nicht, wie lange wir noch überleben werden. Wir müssen deine Wunde noch zu Ende behandeln. Gott sei Dank. Ah, привет, mit Russia. Willkommen hier zurück bei Let's Play Metro Last Light. Das ist keine russische Akzent, das ist mir aber egal. Lang ist sehr meine Güte und ich dachte mir so, hey, jetzt hast du anderthalb Stunden Fable Anniversary aufgenommen, jetzt kannst du auch noch den ganzen anderen Scheiß machen. Meine Güte. Ich erinnere mich an die Erlebnisse, die wir hatten. Ich hätte schwören können, wir waren hier schon mal, aber na gut. Unglaublich. Und wieder befinden wir uns hier im Kriegsgebiet. Hey! Irgendjemand da? Hey! Und wieder sehen wir das Grauen, was sich Menschen gegenseitig antun können. Aber wir gehen raus. So brauche ich Sie nicht an die Handschuhe und die Maske zu erinnern. Nein, das weiß ich. Perfekt. Also, Sie nehmen stündlich die Temperatur. Und Blutproben alle 3 Stunden. Rufen Sie mich sofort. Welche Parameter vom Muster abfallen. Jeder in eine Welt. Gut. Konnten Sie den Überträger isolieren? Die Ausbreitung der Epidemie verdammt. Ja und nein. Ich komme einfach mal mit. Stamm des Ebola-Virus. Aber es ist nutzlos, ihn zu kultivieren. Er ist jetzt im Grunde nicht virulent. Ohne den ursprünglichen Erreger. Doktor, Sie wissen, dass ich kein Mediziner bin. Bitte erklären Sie es mir. Entschuldigung, Herr Oberst. Dies sind die Fakten. In den ersten 2 Tagen lag die Sterblichkeitsrate bei 95%. Am dritten Tag sank sie auf 25%. Heute haben wir nur 2 Neuinfektionen. Beides leichte Infekte mit guter Aussicht auf Genesung. Wissen Sie, Moskau war nie ein natürlicher Lebensraum für das Virus. Und in seiner wilden Form bleibt es viel länger gefährlich. Und was bedeutet das jetzt alles? Es ist kein normales Virus. Es ist ein waffenartiges Virus, das gezüchtet wurde, um eine maximale Sterblichkeit innerhalb einer kurzen Zeit zu erreichen und dann harmlos zu werden. Verdammt! Wo kam das Virus her? Ich habe von einer neuen Generation Biowaffen gehört, die auf diesem Virus basieren. Sie wurden vor dem Krieg entwickelt, aber wo es jetzt nach all diesen Jahren herkam... Biowaffen. Wir wissen ganz genau, wo es herkam. So, ich komme nochmal durch. Und überall sind Infizierte. Achtung, Flüchtlinge! Sollten Sie Symptome bei sich oder anderen feststellen, so melden Sie diese umgehend den nächsten Medizinern. Und all die Leute, die nicht raus dürfen, weil sie infiziert sind. Wir verdünnisieren uns jetzt einfach mal. Mal schauen, wo wir hier sind. Wir hier alleine? Leute? Ihr hättet mir ruhig meine Waffen geben können, wenn ich hier alleine rumrennen soll. Aber wir sind hier immer noch mehr oder weniger im Schutz der Station.
weitergehen. Du kannst hier nicht bleiben. Okay, dann sind wir halt doch nicht im Schutz der Station. Der Typ hat mich vielleicht erschreckt. Ich habe mich erschrocken, weil dieser Typ. Just because I... Ich bin hier. Ah, Khan. Ich bin sehr, sehr froh zu hören, dass es dir, Artyom, und Anna gut geht. Wir können es uns zurzeit nicht leisten, krank zu sein. Der Schwarze, nach dem wir suchen, könnte wirklich der Letzte sein. Wir dürfen ihn nicht verlieren. Gehen wir. Aber ich muss zurück, um ihr Insulin zu holen. Sonst wird sie sterben. Sie können hier welches kaufen. Ich kann sie nicht gehen lassen. Wie sollen wir etwas kaufen, wenn alles, was wir hatten, zurückgeblieben ist und die Hanse so viel berechnet? Bitte. Die Hanse hat Ihnen Unterschlupf gewährt. Treten Sie zurück. Ach, und natürlich, es geht mal wieder nur ums Geld. Weil Dominions Ranger hier waren. Korpusmänner haben ganz klar nicht erwartet, ist noch alles da? Tja, die Hanse konnte die Station nicht ohne Hilfe beschützen, aber sie bietet immerhin Unterschlupf für die Flüchtlinge. Und ein Krankenhaus. Vielleicht hilft ihnen das ja. Der Typ mit Sonnenbrille. Ohne Erlaubnis geht das nicht. Da ist unser Mann. Lassen Sie den durch, er hat eine Erlaubnis. Ich denke, du solltest dich mit Filtern und Munition ausstatten, Artyom. Danach wird er nicht allzu bald noch einmal so gerne kommen. Ich schnapp mir einfach alles, was hier ist. Hey, Ranger, wie wäre es mit etwas Munition? Ich glaube, ich habe noch genug Munition, bin mir aber nicht sicher. Artyom, beachte die Gelder, die die Hanse für diese Quarantäne ausgibt. Und im Allgemeinen sind die sehr zurückhaltend mit dem Geld. Vielleicht wollen die bei den Verhandlungen in der Polis einen zusätzlichen Trumpf ausspielen. Politik ist das Letzte, was mich gerade interessiert, also... Zu einem anderen Zeitpunkt, an einem anderen Ort hätte sich alles geändert. Doch es gibt nur das Jetzt und nur die Metro für uns. Und wir müssen alles tun, um sie zu retten. Ich muss mich beeilen und den Schwarzen einholen. Anna muss ihrem Vater sagen, was Korbut und Mosquin machen. Alles andere ist ein Luxus, den wir uns jetzt nicht leisten können. Auf geht's. Bald werden sich die Anführer von Hanse, Roter Linie und Reich in der Polis treffen. Sie erhoffen sich eine friedliche Lösung bezüglich D6. Aber ich kenne die Natur des Menschen nur zu gut, Artyom. Der Krieg ist ebenso gewiss wie der Einbruch der Nacht. Es sei denn, ein Wunder geschieht. Ich frage mich gerade allen Ernstes, was für eine Waffe ich dabei habe. Die ist mir nämlich ziemlich neu. Wir werden den Zug mit dem Schwarzen nicht erwischen, wenn wir uns den Tunnel entlang bewegen. Ah, nee, doch. Aber es gibt einen anderen Weg. Ich kenne doch die Waffe. Okay, ein anderer Weg. In Ordnung. Gehen Sie zur Polis? Nein. Öffnen Sie den Verbindungstunnel für mich. Aber der Verbindungstunnel ist eine Sackgasse und sehr gefährlich. Eine Sackgasse? Auf keinen Fall. Das ist unser Weg zur Polis. Machen Sie auf. Ich freue mich gerade. Gehen wir, Artyom. Okay, fertig? Gut. Ich freue mich gerade total. Metro Last Light. Im Aufnahmeprogramm mit 150 FPS, 120 jetzt. Egal, das ist super geil. So wollte ich nur gesagt haben. So. Aber wir hier immer noch. Vorsicht mit den Generatoren! Wie du siehst, ist dies keine Sackgasse. Das behauptet die Führung der Hanse nur, um die Leute davon abzuhalten, diese Wege zu betreten. Ein unvorbereiteter Mann könnte sich hier schnell verlaufen oder sich sogar in sich selbst verlieren. Aber solange du bei mir bleibst, besteht keine Gefahr. Na gut. Oh. Was ist das? Die meisten Leute glauben, dass die Metro nur aus Tunnels und Stationen besteht. Ein lebloses und seelenloses Konglomerat, das nur von Menschenhand geschaffen wird. In der Metro gibt es einen besonderen Ort. Die
wenigen Leute, die dorthin kamen, kehrten nie zurück. Ich nenne diesen Ort den Schicksalsfluss, denn er kann dein Schicksal verändern, den Schlick der Vergangenheit wegspülen und die Chance auf eine andere Zukunft bieten. Wenn man in den Fluss geht, um eine solche Chance zu nutzen, weil man verzweifelt ist, dann wird man eventuell zu dem Ort und der Zeit getragen, wo einem diese Chance gegeben wird. Vergiss nicht, wir müssen den Schwarzen finden. Das ist das Einzige, was wir vom Fluss wollen. Okay. Die Metro ist ein lebendiges, atmendes Ding. Mhm. Mit Herzschlag, Seele und Verstand. Okay, hast jetzt deinen Monolog endlich fertig? Ich möchte nämlich auch nochmal zu Wort kommen. Also ein Fluss. Der Fluss des Lebens. Klingt nach einem Indiana Jones Abenteuer. Indiana Artyom. Auf den Spuren des, was ich nicht, keine Ahnung. Der Blick auf die Uhr verrät uns, es ist 1.52 Uhr. Und dann könnt ihr sogar nicht. Hier müssen wir vorsichtig sein. Verstehe. Vorsicht. Da liegt was Totes. Ein verlassener Ort. Ha. So viel zu verlassener Ort. Da kroch nämlich gerade irgendwas rum und das mag ich nicht, wenn da irgendwas umkriegt. Verlassen genug ist hier immer noch. Ah, da hängt Drähte. Von der Decke. Hörst du das? Mach. So, war es das? Natürlich nicht. Warum auch? Ist ja nicht. Ist ja nicht so, als bräuchten wir es noch. Natürlich. Sonst nichts. Da ist ein Abwasserkanal. Ist das ein Fluss? In Ordnung. Da ist etwas hinter den Spinnweben. Ich frag mich gerade, wie er das gesehen hat. Faszinierend. Ist das ein Zeichen? Das Gitter ist verrostet. Das ist ein Totenschädel. Befestigt. Natürlich ist das ein Zeichen. Hilf mir hier mal, Artyom. Eins, zwei. Brenn sie weiter ab, Artyom. Ja, da ist ein Fluss des Lebens. Sieh nur, Wasser. Vielleicht sind wir fast da. Wir müssen ziemlich nah dran sein. Oh. Was war das? Hoffentlich kracht hier nichts. Da hat aber was Mundgeruch.
Ich war das nicht. Dunkelheit umgibt uns. Wir dürfen uns darin nicht verlaufen. Na, ich bitte dich. Jetzt. Und lass dich von nichts überraschen. Das ist ein seltsamer Ort. Du kannst dran gehen. Ich glaube, es ist für dich. Mutti? Bist du es? Oh mein Gott! Mutti? Ist vergraten. Scheiße. Wir dürfen hier nicht lange bleiben. Naja, sagen wir mal so, die russische Telekom, die macht ganz schön gute Arbeit. Wir müssen hier schreien. Was zur Hölle ist das hier? Geh ins Wasser und stell dir vor, was du an deinem Schicksal ändern würdest. Denk an den Schwarzen. Weiter! Geh weiter! Ich hab keine Angst! Es ist richtig, dass du hier bist, Option! Geht hier vor sich. Vertrautes Bild, es ist der Turm. Und da unten ist die Stadt der Schwarzen. Das ist der Moment, an dem du die Rakete gestartet hast. Sammy, da bist du. Der Fluss wird dich reinigen, dir deine Sünden vergeben. Du kannst dein Schicksal ändern. Du kannst es. Wähle dein Schicksal und sei frei. Na gut, wie er meint. Das war ihr Zuhause. Nur noch Schutt und Asche sind übrig. Gott. Ich glaube, ich muss irgendwas geraucht haben. Wie zur Hölle komme ich hierher? Sieh mal. Da ist er! Der Schwarze! Ihm nach! Ich bin direkt hinter dir. Schneller! Hab ihn. Fast. Dann hab ich ihn halt nicht. Wir können es uns nicht leisten, ihn zu verlieren! Du bist hier derjenige, der ihn verliert. Nicht ich. Niemand. Eine Sackgasse. War es hier, wo du ihn fast erwischt hättest? Du musst es noch einmal versuchen, Artyom. Der Schwarze. Er ist noch bei dieser Freakshow auf dem Zug. Ihm nach! Lauf! Vor dir! Bin direkt hinter dir. Schneller! Vor dir! Wir haben ihn fast eingeholt! Ihm nach! Verdammt!
Boah, war das ein Tritt. Dieses Mal hat der Fluss mich fast erwischt. Ah, sie geht wieder. Wir sind zurück in der Wüste der Realität. Als wir aus dem Fluss kamen, war der Schweizer ziemlich nah. Er kann nicht allzu weit voraus sein. Wie du meinst. Oh Mann, der Fluss. Ich glaube, ich gehe so schnell nie wieder baden. Zu spät. Der Evakuierungszug ist vermutlich ihr Hauptziel. Höchste Alarmstufe. Scheiße. Ein schickes Gewehr. Posten 13, bitte kommen. Aber der Zug muss in der Nähe sein. Ich wiederhole, höchste Alarmstufe. So, ich schau grad mal, was kann ich denn hier... Naja, ich nehme mir einfach mal diese Waffe hier an. Ich bin schon da. Wir brauchen jetzt dieses Wunder, Artyom. Denk an alles, was ich dir über den Schwarzen gesagt habe. Du musst ihn retten. Und dann rettet er vielleicht uns alle. Na dann, auf geht's.